wieder zurückkommen. Gute Frage, wie? Gleich hier. Ja, das sieht gut aus. Und hier liegen zwei Leichen. Angus und Hank. Nicht zu plündern. Dass die in der Nähe des Sees waren. Von daher haben wir sie jetzt wohl gefunden. Schon, ich bleib da jetzt stecken. Haben wir uns wohl noch gut rausgerettet. Gut. Angus und Hank haben wir gefunden. Wir haben das Banditenlager ausgeknipst. Das bringt uns wieder einen ganzen Schritt weiter. Oh, ein Entermesser. Das ist aber nicht stärker als unseres. Das ist nur eine kleine Goblinhöhle, die machen wir auch nochmal eben sicher. Stärken aber auch keine Nennzeit und Drogen. So. Schinken. Holder. Holzfällen. Holzfällen. Da ist nichts zu. Da ist nichts zu. Immer schön alles ausplündern. Sehr schön. Weiter geht's. Schon wieder ein Schattenläufer.
irgendwie auch wieder so viel Freude haben kann. Ich weiß nicht. Das Wichtigste ist, diese Viecher versuchen in Ecken zu drängen. Ja, natürlich. An einem Punkt kriegen, wo wir ihn knacken können, Alter. Fick deine Mutter, Alter. Scheiße, zu spät. Nachlassen. Einmal. Das ist so unfair, Mann. Diese Viecher sind so unglaublich schwachsinnig. Meine Fresse. Warum auf der Seite nicht? Warum? Das ist so ein Schwachsinn. Ja. Wozu kann man blocken, wenn man keine Monsterschläge blocken kann? Was bringt denn das Blocken überhaupt? Ja, Monster sind so imbar, Mann. Die können zuschlagen, wie sie wollen, die können alles, die können... Fickt euch doch, Alter. Nein, natürlich nicht. Ja, lauf wieder 100 Meter weit weg. Schön weg. Fick deine scheiß hässliche Mutter, Mann. Ja, sorry, ich bin gerade ein bisschen aggro. Guckt euch das an, Mann, das ist so lachhaft. Ja, natürlich, und jetzt starten wir Gothic 2 neu, warum auch nicht? Pff, interessiert uns gar nicht, Mann. Da bin ich, fühle es. Ja, laber mich nicht voll. Ja, Alter. Warum kann man nicht einfach Escape drücken, ey? Das ist total dumm. Du kannst jetzt deine Mutter ficken, du kleines Drecksvieh. Ja, zudem gehen wir später nochmal und ziehen ihn dann das Fell über die Ohren. Ich hab jetzt irgendwie keinen Bock auf dieses Drecksvieh. Das machen wir gleich. Naja, ihr müsst es mir nachsehen, das ist schon verdammt nervig. Das regt mich eigentlich extrem auf.
links da hoch. Da ist er ja. Gucken, vielleicht können wir ja noch mit ihm reden. Dein Kumpel Malcolm ist tot. Das habe ich mir schon gedacht. Armes Schwein. Ich hätte ihm doch helfen sollen. Du bist echt mutig, weißt du das? Ich hätte das mit der Felsspalte nicht fertig gebracht. So. Dann geht's jetzt zurück zu Gregs Lager. Reden wir erstmal mit Henry und Angus und Hank und diese ganzen Geschichten. Rühren wir auf und dann gucken, wo wir dann stehen. Verstecken und fallen lassen in einer der Minen im Canyon. Natürlich dann etwas, was mir hilft, um hier zu kommen. Okay. Geben wir erstmal die Infos ab. Wegen der Banditen im Turm. Ja? Sie sind erledigt. Gut. Ein Problem weniger. Dann gehen wir gleich mal in den Canyon. Er hat auf die falschen Leute gehört. Eine Mine. Das will doch keiner wissen. Guck mal, ob wir was finden. Glaubst du wirklich daran? Ich habe deine Freunde gefunden. Und? Wo sind sie? Sie sind tot. Das waren diese verfluchten Banditen. Möglich. Diese verfluchten Mistkerle. Der Teufel soll sie holen. Ich wüsste zu gerne den Namen des Kerls, der das getan hat. Mal gucken, was morgen dazu sagt. Wegen Angus und Hank. Ich habe sie gefunden. Jetzt lass dir doch nicht jedes Wort aus der Nase ziehen. Wo sind sie? Sie sind tot. Der Ring. Was ist mit dem Ring? Den hatten sie nicht dabei. Was? Geh zurück und such noch. Es ist kein. Du musst ihn finden. Das wollten wir jetzt gar nicht sagen. Ich hab sie. Der. Hier ist er. Ja, das ist er. Guter Mann. Hier, nimm diese Steintafel. Sie sieht zwar aus wie alter Ramsch, aber Garrett wird eine Menge Gold dafür springen lassen. Leg dich wieder hin. Nichts lieber. Stimmt, wir haben ja noch die andere Steintafel. Zweihandkampf. Und dann wollen wir mal den Canyon erkunden. Ist das wirklich wahr? Ich könnte ja Sachen sehen. Und Skip bei seinem Rumpf. Ich bin ganz deiner Meinung. Wegen Angus und Hank. Was? Ich habe sie gefunden. Sie sind tot. Mausetot. Ach, die armen Teufel. Tja. Hatte ich auch nicht anders erwartet. Also, du solltest die Sache so Bill erzählen, falls du es nicht schon getan hast. Aber bring's ihm schonend bei. Er ist noch jung. Wegen des Grogs. Hier hast du deine 20 Flaschen. Was denn?